Willkommen hier bei uns im Institut für Rundfunktechnik zu unserem heutigen Kolloquium. Ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen der FKTG, Regionalgruppe München, begrüßen. Und die Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft ist auch heute unser Sponsor für unser kleines Get-Together, das wir anschließend veranstalten werden. Das letzte Kolloquium im Jahr gehört traditionell bei uns immer dem Thema HBBTV. Ist eine tolle Erfolgsstory. Und wir feiern heuer auch Geburtstag, 10 Jahre HBBTV. Und der Herr Merkel, die Agenda hat er schon hier an die Wand geworfen. Der Herr Merkel wird auch heute zu Beginn einen kleinen Rückblick machen auf die Geschichte von HBBTV. Und ansonsten geht der Blick nach vorne. Application Discovery over Broadband werden wir hören. Universal Launcher, eine neue Entwicklung hier aus dem IRT werden wir hören. Und noch vieles weitere, was die Entwicklung von HBBTV nach vorne bringt. Du machst es hier auch schon zum 10. Mal, also insofern auch ein Jubiläum. Vorstellen muss ich dich nicht mehr, aber es gibt einen Applaus. Bitte einen Applaus für den Herrn Merkel. Ja, Thomas, vielen Dank für die Einführung. Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen es, das ist die Agenda für heute. Ich habe Ihnen die Titelfolie sogar unterschlagen. Das wäre gewesen diese hier. HBBTV, Status und Ausblick, und zu Beginn, es endet ja dann besinnlich, und dann habe ich gedacht, kann man es auch besinnlich anfangen mit einem kleinen Rückblick auf die Zeit von vor 10 Jahren. HBBTV ist ja rund 10 Jahre alt eben, das ist eine längere Gründungsgeschichte eigentlich, aber kumuliert sehr im Jahr 2009. Was ist jetzt HBBTV für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen? HBBTV ist eine Abkürzung, steht für Hybrid Broadcast Broadband TV. Das ist ein Standard, der für Smart TVs entwickelt worden ist, ein Standard, mit dem man einheitlich Web-Applikationen auf Smart TVs abbilden kann, also ein standardisiertes Browserprofil für Fernsehgeräte und weiterhin ein Standard, der die Vernetzung von Web- und Broadcast-Inhalten erlaubt. Das ist keineswegs selbstverständlich, dass bloß wenn man auf einem Fernseher Smart TV-Applikationen abbildet, dass die dann wirklich auch mit dem Broadcast mehr oder weniger nahtlos wirklich sich verhalten können und man Inhalte aus beiden Quellen, Broadcast und Broadband, wirklich miteinander verbinden kann. Das also ist HBBTV. Und der Blick auf 2009 zeigte uns ein sehr aktives Jahr. Das hat begonnen hier mit einem ersten Meeting im IRT zum Schreiben der entsprechenden ETSI-Spezifikation. Hieß damals noch nicht wirklich HBBTV, war eine relativ kleine Gruppe, war erstmal nur der deutsche Markt, der hier dabei war. Dann im Februar, April 2009 ist es uns gelungen, und es war ein ganz entscheidender Schritt, den Schulterschluss mit den Kollegen im französischen Markt durchzuführen, die an einem ähnlichen Projekt gearbeitet haben, aber sich überzeugen haben lassen, dass es besser ist, hier mit der Aktivität in Deutschland den Schulterschluss zu suchen und zu finden auch und hier gemeinsam Richtung ETSI-Standard weiterzumachen. Im Mai sind wir dann auf den glorreichen Arbeitstitel, der auch viel kritisiert worden ist und immer noch kritisiert wird, HBBTV gekommen, steht eben für Hybrid Broadcast Broadband TV, war eine etwas schwere Geburt und wie gesagt, ist bis heute noch in der Kritik, aber auch bis heute hat keiner trotz mehreren Anläufen irgendwie sich irgendwas Besseres einfallen lassen, was dann diesen Titel hätte ersetzen können. Wir haben, und das war ein ganz wichtiger Schritt zur IFA 2009, der Industrie wirklich als Broadcaster gezeigt, dass wir es hier ernst meinen mit dem Ansatz. Wir hatten von allen 4 großen Broadcaster-Gruppen Apps am Start, gab zu dieser Zeit noch kein Gerät, aber gab Anwendungen schon auch gewissermaßen on-air von allen großen Broadcastern. Im November ist dann die Spezifikation an ETSI geschickt worden, im Juni des darauffolgenden Jahres von ETSI publiziert worden und schließlich zum Ende des Jahres sind im Dezember dann 2009 wirklich die ersten Geräte in den Markt gekommen. Wir lassen den Blick jetzt langsam oder relativ schnell sogar Richtung Gegenwart gleiten. Ich habe Ihnen hier nochmal die Zahl der verkauften Geräte im längerjährigen Überblick gezeigt. Ende 2009 ist ja die erste Set-Top-Box gekommen, dann kam eine zweite Box 2010. Sie sehen, es waren noch sehr marginale Zahlen ganz am Anfang. Dann ist aber eigentlich sehr schnell die richtige Geräteindustrie eingestiegen mit allen großen Brands. Und Sie sehen, dass das innerhalb von, so 2 weiteren Jahren wirklich dann sehr breit im Markt Raum gegriffen hat und es werden
seither, seit 2013, rund 4 Millionen Geräte, HBBTV-Geräte, jedes Jahr verkauft. Wenn man auf die aktuelleren Zahlen schaut, ich hätte das gerne hier für diese Grafik für 2018 weitergeführt, habe aber da keine entsprechenden GfK-Zahlen gefunden. Wir haben etwa 4 Millionen verkaufte Geräte pro Jahr. Wenn man sich die neuesten Zahlen, die die GfK tatsächlich dann publiziert hat, anschaut, dann stellt man fest, in den ersten drei Quartalen schon 3,5 Millionen verkaufte Geräte, 90% Smart-TV-Geräte, 90% davon unterstützen tatsächlich HBBTV. Man kann sich also leicht vorstellen, dass man hier auch locker wieder auf die 4 Millionen Geräte pro Jahr, die in den Markt gehen, kommt. Das ist alles aufkumuliert seit 2012, dann eine Zahl von stattlichen, doch 35,6 Millionen Smart-TVs, die verkauft worden sind, davon 90% HBBTV-fähig. Man kann also bei einer Anschlussquote von rund 50% oder eigentlich über 50% mittlerweile mit etwa 15 Millionen angeschlossenen HBBTV-Geräten in den deutschen Haushalten rechnen. Erst vor ein, zwei, drei Wochen hat die Firma TeraVolt eine Marktstudie veröffentlicht. Die ist auf der Website nicht frei zugänglich, aber Sie können sich hier trotzdem informieren, wie Sie an das Ding drankommen. Eine Marktstudie veröffentlicht, in der sie die Reichweiten verschiedener Smart-TV-Plattformen veröffentlichen. Und Sie sehen, hier ist HBBTV mit Abstand der größte Fleck, das heißt mit Abstand die größte Marktreichweite im Markt an Smart-TV-Plattformen. Das sind die Samsung-Smart-TVs, wobei sich das alles auf über 100% aufsummiert. Also sehr viele Samsung oder alle Samsung-Smart-TVs können natürlich auch HBBTV. Das heißt, das sind jetzt keine exklusive Grafik, sondern das ist eine, die Reichweiten auch bei Geräten, die mehrere Systeme unterstützen, nebeneinander stellen. Sehen also hier, wie gesagt, HBBTV, Sie sehen, welche relativ untergeordnete Rolle im gesamten Markt Android-TV noch spielt. Sie haben hier Apple-TV-Geräte und Sie haben hier den Chromecast-Stick. Hier ist also, sehen Sie also alles, was an größeren Plattformen vertreten ist, um Webinhalte auf den Fernseher zu bringen. Addressable TV is the hot topic in the market. Das sind jetzt drei Folien, die folgen von Pro7, Sat1, auch RTL positioniert sich hier sehr ähnlich. Das ist aus Sicht der privaten Programmveranstalter im Moment das interessanteste Feature, das HBBTV bietet, nämlich die Möglichkeit, das Werbemodell, das klassische Werbemodell des Free TV, also Inhalte gibt es for free, aber dafür wird eben Werbung im Umfeld präsentiert, dieses Modell unter Zuhilfenahme von HBBTV weiter zu entwickeln. Und Sie sehen hier einige Schlagzeilen aus verschiedenen Märkten. Sie sehen hier, das finde ich auch ganz eindrucksvoll und zeigt eigentlich das wirklich nachhaltige Engagement in diesem Bereich, ist eine Darstellung eben von Pro7 Sat1, auf der Sie schön sehen können, wie hier seit 2012 in dieser Gruppe dieses Thema Advertising via HBBTV in den verschiedensten Ausprägungen verfolgt wird. HBBTV ist ja eine große Toolbox, eine sehr flexible Toolbox, mit der man die unterschiedlichsten Dienstemodelle implementieren kann. Und entsprechend sind ja auch sehr viele verschiedene Formen der Werbung bereits ausprobiert worden, die dann immer gipfeln, das ist dann sozusagen der letzte Schrei oder die letzte Errungenschaft, tatsächlich die Werbespots des linearen Broadcast-Fernsehens zu überblenden mit IP-Clips, die dann über das Internet kommen und die getargetet sein können, also zielgruppenspezifische IP-Clips. Das ist hier dargestellt in der oberen Zeile der Programmverlauf im Broadcast und dann in der unteren Zeile Spots, die über HBBTV, HBBTV als Mittelware gewissermaßen, als Maschine, die Applikationslogik macht, die dann IP-Clips hier rein spielt. Sie sehen, es wird immer die ganze Werbepause, das soll das hier andeuten, die ganze Werbepause ersetzt, auch wenn nur einige Clips dann tatsächlich ausgetauscht werden. Aber man kann nicht so schnell zwischen zwei Clips, zwischen Broadcast und IP umschalten. Deshalb ersetzt hier die Pro7-Gruppe immer die ganze Werbepause. Auf die Probleme werde ich da später noch ein bisschen zurückkommen. Sie sehen hier auch einen dargestellten Opener
und einen Closer. Das ist die Absprung- und Landezone, denn man kann das alles im Moment nicht framegenau steuern. Das sind die Absprung- und Landezonen mit entsprechender Toleranz, um vom Broadcast auf IP umzuschalten und dann am Ende der IP-Werbepause wieder in den Broadcast zurückzuschalten. Steht hier Change to Linear TV. Das ist eben der Rücksprung aus der Sequenz der IP-Clips wieder zurück in das lineare Broadcast-Programm. So viel zu diesem Thema Advertising bei den privaten Anbietern. Jetzt zu einem weiteren Thema, die Operator-Apps. Das ist nichts, was ganz neu ist. Das ist ein eigener ETSI-Standard, der aufbauend auf der HBBTV2-Spezifikation schon 2018 von ETSI publiziert worden ist, 2017 geschrieben worden ist. Und diese Operator-Apps erlauben die Realisierung von Diensten eines Plattformbetreibers, die typischerweise also ein Plattformbetreiber anbietet, ein IPG, eine Kanalliste, Video on Demand, irgendwelche Suchfunktionen auf der Basis von HBBTV2, dann auf den Fernsehgeräten wirklich des Massenmarktes. Damit lässt sich ein Verhalten aus Sicht des Plattformbetreibers ein Verhalten erzeugen, als hätte der Kunde eine eigene Set-Top-Box des Kabelnetzbetreibers oder des IPTV-Betreibers vorgeschaltet. Diese Applikationen können das GUI des Fernsehgeräts mehr oder weniger ersetzen. Es ist dann oft eine gesplittete Sache. Für den Suchlauf macht dann noch das Fernsehgerät, aber die ganzen restlichen GUIs machen eine HBBTV-Applikation oder werden von einer HBBTV-Applikation des jeweiligen Plattformbetreibers gerendert. Dabei ist dann auch eine Integration mit CA- oder DRM-Systemen möglich. Das sehen wir auch gleich noch, was da konkret eine Anwendung dafür ist. Diese Operator-Apps können laufen, auch während Broadcaster-Applikationen laufen. Sie müssen allerdings durch den Gerätehersteller immer autorisiert werden. Diese Operator-Apps haben sehr weitgehende Privilegien. Die können die P+, P-Taste abfangen, die können immer das Zapping-Banner zeichnen, können Kanallisten machen. Das sind also wirklich sehr weitgehende Rechte, die so eine Applikation auf dem Gerät hat. Und um diese Rechte wirklich ausüben zu können, braucht es eine Autorisierung durch den Broadcaster. Im Gegenzug spart sich der Plattformbetreiber natürlich eine dann doch im Endeffekt immer aufwendige Hardware, indem er eigene Setup-Boxen in den Markt bringt. Und das erlaubt dann auch ein Revenue-Sharing mit den Herstellern. Das heißt, der Plattformbetreiber kann beim Hersteller seine Operator-App autorisieren lassen und kann dann im Gegenzug dem Hersteller dafür auch ein gewisses Revenue-Sharing, das in der Regel ja kommerzielle Plattformen anbieten, sodass sich auch für den Hersteller die Implementierung dieses Standards lohnt. Revenue Sharing, gut für den Hersteller, Operator Apps zunächst mal gut für den Plattformbetreiber, weil er damit seine Dienste auf einfachere Weise als bisher mit Boxen an den Mann bringt. Aber last but not least hat es auch den Vorteil für den Broadcaster, denn dadurch kann man hoffen, dass Plattformbetreiber spezifische Set-Top-Boxen mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt werden, weniger und weniger attraktiv im Markt werden. Damit wirklich ein standardisiertes HBBTV-Verhalten auf den Fernsehgeräten immer mehr auch in diesen Marktsegmenten nutzbar wird. Und ich hatte es ja schon gesagt, das verträgt sich auch diese Art der Implementierung von Operator-Apps mit Broadcaster-Apps. Das heißt, wir haben, und da zeige ich Ihnen dann gleich Screenshots, eine Koexistenz zwischen Broadcaster-HBBTV und dem Operator-HBBTV. Der erste Hersteller, der damit in den Markt gegangen ist, war Panasonic im Frühjahr diesen Jahres, und zwar in Kooperation mit HD+. HD+, hat eine Operator-App implementiert und wir sehen jetzt hier, Sie sehen hier schon auf dem ersten Screen, wie die ausschaut, also mehr Komfort für den Zuschauer. Er braucht keine Smartcards, er braucht kein HD+-Modul, er braucht auch kein spezielles Gerät. Er kann die App direkt auf dem Gerät, wenn er das Gerät installiert oder das Gerät in Betrieb nimmt, auch installieren. Sie sehen hier das entsprechende Menü von Panasonic. Das ist also ein Screenshot von dem Panasonic-Fernseher. Wenn er erstmals in Betrieb genommen wird, bietet also die Installation der HD+-Operator-App an. Er informiert dann den Kunden auch, dass die Fernbedienungstasten, die hier unten markiert sind, dann nicht mehr
die entsprechend Gerätefunktionen aufrufen, sondern entsprechende Funktionen in der Operator-App. Das heißt, hier wird wirklich dann das GUI ersetzt. Wenn ich Guide drücke, wenn ich Info drücke, dann bekomme ich nicht das Infomenü des Herstellers, sondern ich bekomme das Infomenü der Operator-App. Das ist bei der Installation hier nochmal eine Darstellung, wie der Panasonic EPG, wenn Sie dann also das entsprechende Menü sozusagen Ihres Fernsehers mit der Fernbedienung aufrufen möchten, dann kommt nicht mehr, wenn Sie diese App installiert haben, nicht mehr das entsprechende EPG-Menü des Herstellers Panasonic, sondern es kommt eine entsprechende Darstellung, vom Inhalt her ist es im Wesentlichen äquivalent, eine entsprechende Darstellung der HD-Plus-Applikation. Das heißt, es ist jetzt HD-Plus, der HD-Plus-Guide, der Ihnen dieses Grid, was Sie jetzt hier sehen, zeigt. Hier sehen Sie, auch das sind Fotos vom Bildschirm, die Koexistenz der HBBTV-Operator-App mit den Broadcaster-Apps. Sie sehen hier oben jeweils in dieser Ecke das sozusagen das Zapping-Fenster oder das Zapping-Banner der HD-Plus-Applikation. Das ist also die Operator-App, die hier beim Zappen zeigt, auf welchem Programm er ist und wie lange die Sendung, die da gerade läuft, noch laufen wird. Hier das gleiche beim ZDF. Und Sie sehen aber gleichzeitig, wie hier die Autostart-HBBTV-Applikationen der jeweiligen Broadcaster sich schon bemerkbar machen. Und wenn man dann die rote Taste drückt, kommt man hier rein und kann die ganz normal nutzen. Für die Broadcaster ist nun diese Anwendung im Zusammenhang von HD Plus noch kein so großer Vorteil, denn HD Plus hat praktisch keine eigenen Setup-Boxen im Markt. HD Plus läuft fast ausschließlich auf Fernsehgeräten über CI-Module und von daher hat man da ja ohnehin dann die HBBTV-Funktion als Broadcaster. Sehr interessant wird es im IPTV-Bereich oder im Bereich von Kabelnetzbetreibern, wo heute wirklich Boxen vorgeschaltet sind und man dann über solche Operator-Apps auf dem Fernseher die Marktreichweite wirklich ausdehnen kann. Wenn das mal um sich greift, das Modell, und auch Kabelnetzbetreiber dazu übergehen, ihre eigenen GUIs, ihre eigenen Dienste mit diesen Operator-Apps zu präsentieren. Sie sehen hier weitere Such- und Filterfunktionen aus der HD Plus Operator App und ein letztes, HD Plus bietet auch eine Restart-Funktion für die Privaten an. Sie können hier in dem EPG-Grid, das Sie vorhin schon gesehen haben, können Sie auch rückwärts gehen und können dann hier beispielsweise die Anwälte im Einsatz auch wieder als Stream starten, können also zurückspringen im Programm, können in die EPG zurückgehen und können zurücknavigieren auf die entsprechende Sendung, die Ihnen dann über einen Dash-Stream angeboten wird. Von daher auch wirklich eine funktionale Aufwertung gegenüber dem, was bisher im HD-Plus-Portfolio verfügbar war. Eine ganz ähnliche Funktion und damit weg vom Thema Operator-App sind wir bei einer regulären Broadcaster-App der ARD, die jetzt in den letzten Wochen auf einer ganzen Reihe von Sendern gestartet ist. Eine sehr simple Sache, deshalb brauche ich da eigentlich auch nur eine Folie, um das zu erklären. Eine sehr simple, aber glaube ich sehr, sehr nützliche Sache, die einiges Potenzial hat. Das ist, die ARD nennt es Replay, die Replay-Funktion, der Rücksprung auf den Beginn der laufenden Sendung. Wenn Sie jetzt auf eines dieser Programme hier gehen, dann sehen Sie gleichzeitig mit dem Red Button, der hier unten noch eingeblendet wird. Das ist also das normale GUI, das beim Autostart nach Programmwechsel gezeigt wird. Sehen Sie hier diesen Hinweis Anfang verpasst, jetzt neu starten. Und Sie können mit der blauen Farbtaste, müssen also nicht erst rot drücken und dann in irgendwelche Menüs gehen, können also mit einem Druck auf die blaue Farbtaste die gerade laufende Sendung von Beginn an nochmal sehen. Ist technisch realisiert als ein MPEG-Livestream. Das läuft nicht auf wirklich allen Geräten und es gibt eine Whitelist für Geräte, die das Feature unterstützen. Das heißt, wenn Sie es jetzt daheim bei sich ausprobieren wollen und haben ein etwas älteres Gerät, dann kann das sein, dass es nicht funktioniert. Das liegt dann daran, ja, dass eben diese Art des Livestreaming von Ihrem Gerät nicht unterstützt wird. Das waren jetzt ein paar Eindrücke aus dem Markt, was sich im Moment tut, mit dem Operator-Apps, dem Targeted Advertising, dem Replay. Eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen, was sich so in der ganzen
HBB-TV-Domain im Moment tut, können Sie den ganzen Präsentationen entnehmen, die im Rahmen des HBB-TV-Symposiums 2019, das jetzt erst Ende November in Athen war, entnehmen. Ich habe Ihnen hier den Link angegeben auf insgesamt 45 Präsentationen, die da zu finden sind, die gehalten worden sind und auf der HBB-TV-Website publiziert worden sind. Es war wieder ein sehr gut besuchtes Event, es war komplett ausverkauft, mehr Teilnehmer wären in die Halle hier nicht reingegangen, waren rund 250 Teilnehmer, das ist schon mal eine ganze Menge. Was ich ebenso eindrucksvoll finde, ist die Zahl der Länder, aus der die Leute kommen. Es sind nämlich 28 verschiedene Länder, wo die Teilnehmer hergekommen ist. Wir hatten auch eine Reihe von Ausstellungen, unter anderem wir waren da auch als IRT beteiligt, 18 Aussteller mit einer ganzen Reihe von Demos. War also wieder eine sehr runde Sache, dieses Symposium, sehr interessante Sache, und Sie finden noch viel an Detailinformationen oder Aspekten aus bestimmten Märkten, was dieser und jener so treibt, auch im Ausland in den entsprechenden Präsentationen. Eine der Keynotes war von Paul Gray von IHS Market, ein Unternehmen, das sich generell mit Marktanalyse, Marktrecherche befasst und sich angesehen hat, wie geht es weiter mit dem globalen TV-Markt. Paul Gray hat dann in seiner Summary ein paar Punkte zusammengefasst und einer seiner Key Points aus dieser Summary lautet: HBBTV is critical in modernizing broadcast business model. Das ist so der Tenor eigentlich sehr vieler Beiträge gewesen, auch der Keynote des HBBTV Chairman auf diesem Symposium. Wir sind als Broadcaster im Moment zwar sehr, sehr erfolgreich und stehen noch sehr breit da, aber es geht in vielerlei Hinsicht so ganz zart bergab, und eigentlich ist hier HBBTV wirklich das Mittel der Wahl, das ganze Broadcast-Umfeld zu modernisieren und hier nochmal auch in den Broadcast Schwung reinzubringen und neue Businessmodelle, neue Überlegungen, neue Dienstemodelle reinzubringen. Soviel zum ersten Teil. Wie schaut HBBTV heute im Markt aus? Jetzt wird es ein bisschen technischer. Ich möchte Sie kurz informieren über den aktuellen Stand der Standardisierungsarbeiten bei HBBTV. Das ist ja der wesentliche Punkt, die wesentliche Aufgabe der HBBTV Association, die ganze Standardisierung voranzutreiben. Ich habe Ihnen hier nochmal den Überblick über alle bisher von ETSI publizierten HBBTV-Standards aufgezeichnet, und es ist doch mittlerweile schon eine ganze Reihe. Was ich hier zeige, das ist die Weiterentwicklung des Core-HBBTV-Standards, also des zentralen Standards, mit dem wir heute arbeiten, über ja, knapp 10 Jahre hinweg, von HBBTV 1.0 bis zur eben heute letzten Version, HBBTV 2.0.2. Ich habe vorhin schon gesprochen über die HBBTV-Operator-Apps, und wir werden uns hier nochmal kurz die IPTV-Networks und die Application Discovery über Broadband auch anschauen. Es hat auch da bei der Application Discovery over Broadband nochmal eine weitere Neuerung gegeben, die ich kurz vorstellen möchte. Das sind also, wie gesagt, die bereits hier bis Ende 18 von ETSI publizierten HBBTV-Spezifikationen. Es ist in 2019, und es ist seit ein paar Jahren nicht mehr passiert, in 2019 keine neue Spezifikation publiziert worden durch ETSI, aber es hat doch eine Reihe von weiteren Aktivitäten gegeben, die ich hier unten dargestellt habe. Das ist die Phase 2 der Application Discovery over Broadband. Wir haben die Targeted Advertising Spezifikation im Prinzip fertiggestellt, und es ist jetzt gerade in Arbeit eine neue Core-Spezifikation. Das ist dann die ETSI-Version 1.6.1. Hier HBBTV 2.0.2 wird als 1.5.1 bezeichnet. Wahrscheinlich wird dann die neue Bezeichnung dieser Spezifikation HBBTV 2.0.3 sein. Dazu aber auch gleich mehr. Das ist jetzt erstmal nur die Übersicht. Application Discovery over Broadband. Hier ist eine neue Spezifikation, wie gesagt, entwickelt worden in 2019, die jetzt dann demnächst auch bei ETSI eingereicht werden wird. Und die bewegt sich in dem Umfeld, wo wir ein Fernsehgerät im Haushalt stehen haben, ein Fernsehgerät, das HBBTV kann, aber aus irgendwelchen Gründen die Applikationen trotzdem nicht richtig starten können. Und da gibt es zwei
Gründe dafür. Das eine ist mal, das heißt, jetzt zeige ich Ihnen erstmal die Darstellung, bei der das noch startet. Das ist also die, wie sagen, reguläre HBBTV-Nutzung, das ist das, was wir heute tun. Wir haben im Broadcast-Signal eine AIT, das ist die Application Information Table, die dann, wie gesagt, im Broadcast mitfährt und die letztlich die URL der zu startenden HBBTV-Applikation enthält. So findet es heute statt, AIT drin, zack, und dann startet hier unten auf dem HBBTV-Gerät zum Beispiel die Startleiste der ARD über die URL, die hier drin ist. Und jetzt gibt es zwei Szenarien, die hier die Spaßbremse sind, auch wenn der Zuschauer einen HBBTV-Fernseher hat, den er ans Netz angeschlossen hat. Spaßbremse Nummer eins kann sein, ein Kabelnetzbetreiber, der die AIT nicht, wie eigentlich vorgesehen, mit überträgt. Das ist also dieses Szenario, das Broadcast-Signal läuft im Prinzip so einigermaßen durch. Also es kommt das direkte Broadcast-Signal beim Fernseher an, das ist wichtig, aber die AIT fehlt und dann startet natürlich keine HBBTV-Applikation. Hier ist ein Standard entwickelt worden, das ist ADB, Application Discovery over Broadband, Phase 1. Der ist schon, wie Sie sehen, auch 3 Jahre alt. Hier hat man was definiert, wie der Fernseher, kurz gesagt, über den Programmnamen, den er dann ja kennt. Hier schaltet der Fernseher, weil er meinetwegen direkt am Kabelnetz hängt, es fehlt nur die AIT, aber der Fernseher schaltet zwischen den Programmen hin und her. Der Fernseher kennt die Namen der Programme und jetzt kann man sagen, wenn er die Namen der Programme kennt, dann können wir doch eigentlich Applikationen starten, wenn wir, und das ist hier unten gezeichnet, einen Server vorhalten, auf dem diese AIT-Information vorgehalten wird, dann kann der Fernseher mit dem Namen meinetwegen als Parameter einen Request auf diesen Server machen, kann sich die AIT holen und dann die HBBTV-Applikationen starten. Und so funktioniert das auch in der Praxis. Wir haben da auch eine Reihe von Demos dazu gemacht. So kann man tatsächlich dann HBBTV-Applikationen starten. Das Bedürfnis im Markt dafür hat sich reduziert, seit die großen Kabelnetzbetreiber wieder die AIT mitschicken. Die ganzen AITs waren bei vielen HD-Programmen der ARD nicht im Kabelnetz vertreten. Das ist mittlerweile der Fall. Deshalb ist dieser Anwendungsfall hier, ADB Phase 1, im Moment gar nicht so sehr von Interesse im Zusammenhang mit den Kabelnetzen, wo das Interesse mal sehr groß war. Man kann sich noch eine Anwendung vorstellen und auch dazu haben wir Demos gemacht im Zusammenhang mit OTT-Netzen, wo ebenfalls eine AIT-Übertragung nicht vorgesehen ist. Das sind aber im Prinzip schon Dinge, die nicht mehr ganz neu sind. Was jetzt neu fertiggestellt worden ist dieses Jahr, ist eine Version von ADB, genannt dann Phase 2, die dann greift, wenn die Setup-Box eines Plattformbetreibers, eines Kabelnetzbetreibers vorgeschaltet ist. Hier ist die Lage noch mal schwieriger, denn wenn so eine Setup-Box vorgeschaltet ist vor den Fernseher, dann ist der Fernseher nur noch über ein HDMI-Kabel angeschlossen und kriegt eigentlich überhaupt nichts mehr mit von irgendwelchen Programmumschaltungen, die dann auf der Box hier durchgeführt werden. Er kriegt ja nur noch ein Videosignal, mehr oder weniger in the clear, und weiß überhaupt nicht mehr, welches Programm da überhaupt geguckt wird. Geschweige denn natürlich, kriegt er irgendwelche AITs mit, die da vielleicht übertragen worden sind. Und hier auch eine Abhilfe zu finden, da hat man auf einen Standard zurückgegriffen, der jetzt bei ATSC 3 im amerikanischen Markt auch eingesetzt wird, nämlich Watermarking. Also Abhilfe bietet, Watermarks in das Video- und Audiosignal einzufügen. Und dieses Watermarking wird dann tatsächlich über HDMI mit an den Fernseher übertragen, weil es ja im Ton und im Bild mit drin ist, also die Setup-Box unbeschadet übersteht. Das in den Watermarking ist im Wesentlichen auch wieder die Programmquelle enthalten, so kann man sich das vereinfacht vorstellen. Da steht also in den Watermarks eigentlich drin, auf welchem Programm ist man gerade. Und wenn der Fernseher nun dieses Watermark detektiert und feststellt, auf welchem Programm er ist, dann kann er natürlich hier wieder auf den AIT-Server zugreifen, sich die AIT zu dem zugehörigen Programm, oder die zugehörige AIT zum jeweiligen Programm holen und auf dieser Basis dann die HBBTV-Applikation wieder starten. Somit habe ich dann auch mit der Phase 2 letztlich das Gleiche erreicht, wie ich es hier im regulären Broadcast auch habe. Ich kann zwischen den Programmen hin und her schalten. Der Fernseher detektiert das Watermark, holt sich dann über das Watermark die AIT von dem Server und wenn er die AIT hat, dann kann er die HBBTV-Applikationen starten. Das ist die Idee der Phase 2, der Application Discovery over
Broadband. Das Video Watermarking ist eine Art Datenzeile, das ist relativ schlicht gestrickt, eine Art Datenzeile in den ersten Zeilen des Videos. Das Audio Watermarking ist an sich eher das tragende Element. Bei ADB2 Audio Watermarking muss, so sieht es der Standard vor, in jedem Fall vorhanden sein und ist eigentlich auch ausreichend, um die Applikation zu starten. Video Watermarking kann man eigentlich nur oder wird nur verwendet zur Erhöhung der Stabilität. Wenn man zum Beispiel mal den Ton auf stumm schaltet, dann würde in Video Watermarking immer noch sozusagen das Audio, das dann ausbleibende Audio-Watermarking gewissermaßen kompensieren, würde das stützen, sodass die Applikation nicht beendet wird, bloß weil man seinen Fernseher mal zwischendurch, wenn das Telefon läutet, auf stumm schaltet. Insgesamt ist es gar nicht so leicht, dieses Zusammenspiel der Watermarking und der HBBTV-Applikationen zu definieren. Das deute ich Ihnen an mit der State Machine links. Das ist ein Teil dieses ADB Phase 2 Standards und der beschreibt genau, wie das Detektieren von bestimmten Watermarks und das Verifizieren wieder von Watermarks, ein Video-Watermark wird über ein Audio-Watermark verifiziert, weil die insgesamt robuster und auch schwieriger zu fälschen sind. Wie das Zusammenspiel von Video- und Audio-Watermark und dem jeweiligen Status der HBBTV-Applikationen dann aussehen soll. Steckt also doch eine Menge Spezifikations- und Diskussionsarbeit, wenn man so ein relativ einfaches Prinzip erstmal dann doch sauber und robust in der Praxis implementieren möchte. Die Spezifikation, das hatte ich gesagt, ist abgeschlossen. Sie ist auch vorab auf der HBBTV-Website veröffentlicht. Also wer Lust hat, sich mal anzuschauen, was hinter dieser State Machine dann ganz genau steckt, kann das also jetzt schon tun. Die Test-Assertions sind fertiggestellt, es sind 123 Einzeltests, mit denen wir dann testen wollen, ob eine Implementierung auf dem Gerät tatsächlich auch dem Standard entspricht. Es ist also auch ein gewisser Aufwand, diese ganzen Tests zu definieren und zu schreiben. Es ist bei Etsy auch schon Work-Item initiiert, sodass diese Spezifikation, wenn da alles dann bereit ist, auf Seiten Etsy dann auch eingereicht werden kann. Wir haben hier eine potenzielle Reichweitenerhöhung von rund ein Drittel. Also wir können um ein Drittel der bisherigen Reichweite, waren ja etwa 15 Millionen, und die können wir um etwa ein Drittel erhöhen, potenziell, wenn dieser Standard auf den Fernsehgeräten dann wirklich implementiert wird. Das ist natürlich nicht sofort in allen Fernsehgeräten drin, das wird eine Weile dauern, aber das ist das Potenzial dieses Standards. Also es sind doch etliche Millionen Geräte, die im Moment HBBTV-Geräte, die im Moment sozusagen nutzlos in der HBBTV-Funktion nutzlos hinter Setup-Boxen von Kabel- und Kabelnetzbetreibern und IPTV-Netzbetreibern hängen. HBBTV könnten vielleicht sogar mit dem Internet verbunden sind, aber eben weil die Signalisierung nicht durchkommt, die Applikationen nicht starten können und hier kann dieser Standard Abhilfe bringen. Dieser Standard bringt, das ist jetzt eigentlich nur ein Detail, auch eine Vereinfachung auf der Serverseite beim Broadcaster. Man hat da auch etwas aufgeräumt bei der Phase 2. Wenn man sich mal die ganzen gestrickelten Sachen hier wegdenkt, das sind Standardprozesse, die sowieso, Standard-DNS-Prozesse, die sowieso stattfinden, dann ist die Zahl der Abfragen hier reduziert. Im Vergleich zu Phase 2 hat man die Zahl der Serverabfragen, die ein Fernseher durchführen muss, um letztlich die Applikation starten zu können, auch reduziert. Das ist hier eine weniger. Also das sind die zwei Abfragen, die der Fernseher jetzt nach ADB Phase 2 nur noch machen muss. Er geht auf einen zentralen DNS-Server, letztlich dann mit dem Namen oder mit einem Code des Programmanbieters geht er auf einen DNS-Server. Und mit dem, was er mit der Information, die er von dem DNS-Server zurückkriegt, da kriegt er eine Domain zurück, mit der kann er dann sich direkt die AIT holen. Das ist der Prozess, der hier dargestellt ist, holt sich die AIT, in der dann wieder die URL der HBBTV-Applikation drin ist, die er dann hier über diesen Request starten kann. Bei ADB Phase 1 war hier noch ein zweiter Broadcaster-DNS-Route zwischengeschaltet, also eine weitere Abfrage. Und man hat in den Diskussionen festgestellt, dass das eigentlich entbehrlich ist und man an der Stelle die Sache auch vereinfachen kann. Und das ist hier im Rahmen von Phase 2 auch durchgeführt worden.
Das dritte auf unserer Liste, das mit dem Baustellensymbol, wenn Sie sich erinnern, die dritte Baustelle bei der HBBTV-Standardisierung war das Targeted Advertising. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Hin- und Rücksprung immer so ein bisschen noch kritisch ist, dass man Start- und Landezonen braucht für die Umschaltung zwischen Broadcast und IP-Video. Das sind so die kritischen Zonen hier, die ich hier rot eingezeichnet habe, hier oben der Broadcast und die Broadcast-Werbepause, die dann je nach Nutzer durch eine Sequenz von unterschiedlichen IP-Clips ersetzt wird. Und hier ist sowohl in dem Bereich, also beim Absprung vom Broadcast in IP und vor allen Dingen auch beim Rücksprung von dem IP-Video wieder zurück in den Broadcast, ist die zeitliche Performance alles andere als optimal. Und hier war der Wunsch, nachdem die Bedeutung eben auch als relativ hoch eingeschätzt wird von den Privaten von diesem Verfahren, war hier der Wunsch, das noch etwas zu präzisieren, das noch zu verbessern, die Performance der Geräte. Das hat man dann angenommen und jetzt zwei ETSI-Spezifikationen, zwei zusätzliche Spezifikationen noch entwickelt für diesen neuen Targeted Advertising Standard. Nämlich ein Teil 1, der die Functional Requirements beschreibt und ein Teil 2, der die Non-Functional Requirements beschreibt. Bei den Functional Requirements wird ein Timing-Modell definiert, das ich Ihnen auch gleich zeige. Und es ist ein neues API definiert worden, Fast Media Switch API, mit der eine Applikation letztlich einen Zeitcode angeben kann, zu dem ein Umschalten zwischen Broadcast und IP und wieder zurück stattfinden soll. Das hatten wir bisher so nicht. Wir konnten nicht das Umschalten der Videopräsentation direkt an eine Timeline koppeln, sondern wir konnten nur Stream-Events schicken und dann über die Stream-Events sagen, jetzt schalt mal bitte um. Und da sind aber überall Toleranzen drin beim Schicken der Stream-Events, beim Empfangen der Stream-Events, beim Umsetzen auf dem Gerät. Also wir haben bis heute kein Handwerkszeug, das es uns erlaubt, dem Videodecoder vorher zu sagen, schalte bitte bei einem bestimmten Zeitcode um. Und das ist genau das Fast Media Switch API, das jetzt in dieser Spezifikation definiert worden ist. Man kann verschiedene Timelines als Referenz nehmen, die können in dem IP dann Strom dann sein, für den Rücksprung, die können im Broadcast sein, man kann beides kombinieren. Also man hat da in guter Tradition von HBBTV nicht ein ganz bestimmtes Verfahren definiert, sondern hat auch wieder eine Reihe von Tools bereitgestellt, mit denen man dann je nach Anwendungsfall im Detail auf der Broadcaster-Seite arbeiten kann. Eine weitere technische Neuerung jenseits dieses Fast Media Switch APIs, mit der ich dann dem Gerät sagen kann, schalte bei einem bestimmten Zeitcode um, ist jetzt auch reingekommen, dass man über MSE IP-Videos spielen kann, Media Source Extensions. Dadurch gewinnt man auch an Flexibilität, wie man IP-Streams hintereinander hängt, wie man das ganze dynamische Management von IP-Clips während der Werbepause macht. Man hat auf der Applikationsseite, das ist der Witz von MSE, mehr Kontrolle über das Player-Verhalten. Die Applikation selbst kann Videosegmente aus dem Netz holen. Also die HBBTV-Applikation, entsprechende JavaScripte, können selber Videosegmente aus dem Netz holen, die in den Puffer vorladen und dann direkt in den Videodecoder reinschieben. Das ist der große Vorteil. Auch hier die erhöhte Flexibilität gegenüber den jetzigen APIs, wo man immer nur einen kompletten Strom oder eine komplette MPD für Dash an den Videoplayer geben kann und der Videoplayer spielt es dann so ab, wie er es für richtig hält, da hat man weniger Kontrolle als über MSE und deshalb ist es auch Teil des Targeted Advertising Standards geworden. Es ist auch in Vorbereitung, MSE in die Core-Spezifikation von HBBTV aufzunehmen, weil mit MSE auch an anderer Stelle schlaue Sachen machen kann und nicht nur im Kontext von Targeted Advertising. So viel mal zu dem Teil 1, den Functional Requirements, jetzt zu den Non-Functional Requirements. Da gab es einige Diskussionen, inwieweit man wirklich Zeiten dann auch, die sich auf dieses Timing-Modell beziehen, hier wirklich reinschreiben will in den Standard. Das hat auch eine politische Dimension. Deshalb hat man das nach einer etwas schwierigen und längeren Diskussion letztlich aufgesplittet in den zweiten Standard. Diese Non-Functional Requirements ist ein sehr kurzer Standard. Das ist eigentlich gar kein richtiger technischer Standard, sondern der definiert nur verschiedene, konkret sind es zwei
Profile für die entsprechenden Zeitkonstanten. Der bezieht sich also auf den Part 1 und definiert hier, wie gesagt, verschiedene Zeitkonstanten für das Timing-Modell. Die technischen Arbeiten sind soweit abgeschlossen an den Test Assertions, also den Beschreibungen, wie man das nun alles, was man da technisch spezifiziert hat, auch testen will, arbeitet man im Moment noch. Es ist Usus, das hat man sich so angewöhnt, schon nach einer Reihe von Jahren oder seit einer Reihe von Jahren bei HBBTV, dass man Spezifikationen erst publiziert, wenn auch die Assertions fertiggestellt sind. Zum einen erzeugt es intern einen gewissen Druck, sich mit dem Thema Testen wirklich zu befassen. Zum anderen ist es so, wenn man die Tests wirklich genau schreibt, dann stolpert man oft über Dinge, die bei der Spezifikation doch nicht so hundertprozentig rund sind oder nicht gut formuliert waren. Es sind oft andere Leute, die die Test-Assertions schreiben, als die, die die Spezifikation geschrieben haben. Von daher ist es nochmal ein guter sozusagen Reality-Check, kein richtiger, weil es ist noch heute implementiert, aber es ist mal ein erster Check auch der Spezifikation, auch dessen Grund, warum man die Spezifikation erst zu Etsy schicken will, wenn man die Assertions hat, weil man eben die entsprechende Qualitätskontrolle damit hat. Hier jetzt das Timing-Modell. Sie sehen, man hat sich also sehr systematisch mit dem Thema beschäftigt. Wir haben hier oben gezeichnet den Broadcast. Dann hier den Bereich in der Mitte, die Ad Placement Opportunity und dann die verschiedenen Möglichkeiten, wann oder die verschiedenen, sagen wir, Best-Case, Worst-Case-Betrachtung, wann kann nach einem bestimmten, sagen wir, idealen Zeitpunkt ein Schaltvorgang beginnen und wann kann er abgeschlossen sein. Also es kann oder es ist im Allgemeinen so, dass man zunächst sich ja von dem Broadcast-Bild abkoppelt. Also zunächst wird Broadcast beendet und irgendwann läuft dann das IP-Video. Das heißt, ich habe im Grunde drei Zeiten, die ich betrachten muss. Wenn ich sage, jetzt schalten, dann ist es erstmal die Präzision, mit der dann der Broadcast verschwindet. Dann ist es möglicherweise eine Übergangszeit und dann ist es ein Zeitpunkt, bei dem das IP-Video dann losspielt. Es sind also da schon allein verschiedene Zeitkonstanten, wie gesagt, die eine Rolle spielen beim Umschalten von Broadcast auf IP und genauso beim Rücksprung dann wieder auf den Broadcast aus dem IP-Video. Und es ist wichtig für den Broadcaster, irgendwelche Störungen, irgendwelche Artefakte, irgendwelche Bilder, die dann ganz kurz aufblitzen, weil ein Schnitt im Broadcast kommt und das Gerät etwas zu spät, meinetwegen vom Broadcast wegschaltet. Ja, man sagt, jetzt kommt die Werbepause und dann kommt der erste Werbeclip im Broadcast. Der erste IP-Werbeclip wird aber meinetwegen nicht schnell genug gestartet und dann sieht man noch 0,8 Sekunden, meinetwegen die ersten paar Frames von dem Broadcast, ersten Broadcast-Werbeclip, bevor dann das IP-Video meinetwegen beginnt. Sowas möchte man natürlich, solche unsauberen Effekte möchte man natürlich in jedem Fall vermeiden. Man muss auch vermeiden, dass man Moderatoren, die dann schon wieder oder noch sprechen, dass man die abhackt. Der Ton ist da sehr empfindlich, wenn man also nur 100 Millisekunden meinetwegen noch abhackt, die letzten 100 Millisekunden ja, von der Silbe, dann macht sich das akustisch sehr unangenehm bemerkbar. Ebenso, wie gesagt, bei Video, wenn gerade noch mal 2, 3 Frames irgendwo aufblitzen, weil die Umschaltungen nicht synchron genug laufen. Das heißt, der Broadcaster muss eine gewisse Zone vorhalten, das haben wir vorhin schon gesehen, diese Zonen auch bei ProSieben, eine gewisse Zone vorhalten, in denen sozusagen gefahrlos der Absprung und das Wiederlanden möglich ist. Und dieser ganze Mechanismus wird mit dieser Spezifikation erstmals dann auch wirklich sozusagen systematisch auf saubere Füße gestellt, weil man wirklich verbindlich genaue Toleranzen für die verschiedenen Zustände und Übergänge während des Schaltvorgangs definiert. Dann auch in Zeiten, so und so viele Millisekunden hier und da und für den Rücksprung dann eben in Abhängigkeit von dem Profil, sodass der Broadcaster sich dann genau darauf einstellen kann, wie er seine Start- und Landezonen dimensionieren muss, damit mit Sicherheit ein sauberes Verhalten dann dem Zuschauer, ein sauberes optisches und akustisches Verhalten dem Zuschauer gegenüber erzielt werden kann.
So viel zu Targeted Advertising, dann das letzte Sinn und das ist neu, Aufräumarbeiten im HBBTV-Standard. Sie haben ja gesehen, wie wir über die letzten 10 Jahre im HBBTV-Standard immer weitergearbeitet haben, auch in dem Core-Standard. Es sind über 10 Jahre hinweg jetzt immer Features dazugekommen. Es ist nie was weggenommen worden. Wir haben also einen ganzen Haufen neue Sachen und wir haben aber noch alles an Bord, was wir ja seit 2009 aufgeschrieben haben. Da möchte man jetzt runter davon, dass man immer mehr und mehr und mehr einfach nur aufsammelt, so im Lauf der Jahre und jetzt fast Jahrzehnte dann schon. Das heißt, erstmals ist geplant, in einer neuen HBBTV-Version Features, die bisher im Standard enthalten waren, nicht mehr zu bringen. Und wir haben hier eine Liste von Dingen, die hier raus sollen. Das sind keine, die heute im Markt eine besondere Rolle spielen. Deshalb kann man das machen. Also man geht ja natürlich sehr vorsichtig vor und schaut sich genau an, wo entsteht ein Schaden oder wo sind Dinge da, die heute auch ganz einfach anders gemacht werden können. Hier dann Features für die neue Standardversion, denn man schmeißt nicht nur Dinge raus, man tut auch Dinge rein. Intern ist mal gesagt worden, ein set of low-hanging fruits, things which are believed to be easy to specify and easy to test. Also es soll kein ganz großer Wurf werden mit bahnbrechenden Neuerungen, sondern es soll ein überschaubares Paket von Features sein, die nützlich sind, die aber auch die Gerätehersteller und das ganze Testen der Applikationen nicht überfordern. Man will im Wesentlichen existierende Dinge, Browserprofil modernisieren. MSE hatte ich erwähnt, das steht hier auch auf der Liste drauf. Der aktuelle Stand, die Requirements dafür sind definiert, die Spezifikationsarbeiten haben begonnen. Für die meisten Punkte gibt es auch schon Lösungen auf dem Tisch. Die endgültige Fertigstellung soll Mitte 2020 erfolgen. Und der Titel hier steht noch HBBTV 2.0x, das wird wahrscheinlich HBBTV 2.0.3 werden. Eine weitere Standardisierungsbemühung, die allerdings nicht bei HBBTV gelaufen ist, sondern bei DVB, ist der DVB-I-Standard, den ich nur kurz eigentlich ansprechen möchte. Da haben wir dann auch hernach eine Demo dazu. Hat mit HBBTV dann letztlich wieder zu tun. Deshalb bringe ich es. DVB-I ist der Ansatz, letztlich OTT-Streaming mit der gleichen Usability auf dem Fernseher zu bringen, wie es der Zuschauer heute vom normalen Fernsehen gewohnt ist. Also die Möglichkeit, direkt mit der Fernbedienung nach dem Einschalten des Fernsehgeräts ganz normal sozusagen fernzusehen, mit P+, P- eine Programmliste hoch und runter gehen zu können, ohne dass man für OTT-Angebote, wie man es heute eigentlich hat, erst spezielle Apps und so weiter starten muss oder gerade noch einen Stick an den Fernseher stecken muss. Also letztlich das Zusammenbringen der üblichen Fernseherfahrung, einfache Liste, mit P+, P- kann ich durchgehen, aber dann auf der anderen Seite das kommt, den Inhalte nicht mehr über den Broadcast zu bringen, sondern über den Broadband-Weg. Und was da ein bisschen genauer dahinter steckt, möchte ich Ihnen mit dieser Zeichnung, die auch von DVB stammt, zeigen. Das ist hier ein Überblick oder so ein Schema, wie das bei DVB-I läuft. Was ich hier auf der linken Seite gezeichnet sehen, haben, ist der DVB-I-Client, also das ist letztlich das Gerät, das Fernsehgerät. Was wir dann im unteren Bereich haben, ist letztlich die reguläre, wie heute auch übliche, Auslieferung von Streams über Multicast oder auch Unicast, das könnte hier genauso Unicast sein, von Streams, von Livestreams. Und was nun der Kern der DVB-I-Spezifikation ausmacht, sind die Metadaten, die ich hier oben gestrichelt eingekastelt habe. Das hier sind Server, auf denen Servicelisten liegen, auf denen Content Guide liegt. Das sind die Metadaten, die eine Programmliste beschreiben und letztlich dann die URLs enthalten auf die zugehörigen Programmstreams. Also im Grunde eine relativ simple Sache, das ist nicht Rocket Science, was bei DVB-I stattfindet, sondern das ist an sich technisch gesehen sehr biederes Handwerk. Das sind letztlich nur Metadaten, eine Liste der Programme und dann, vereinfacht ausgedrückt, eine URL des zugehörigen Dash-Streams.
Die Kunst ist, die Frage ist, oder nicht die Kunst, sondern die Frage in der Praxis wird natürlich auch sein, wo kommen diese Listen her, wer macht diese Listen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da ist die Idee zumindest, dass es auch ein zentrales Repository gibt, dass es einen zentralen Serverdienst gibt, dann auch länderspezifisch, wo Programmlisten bevorratet werden, die für verschiedene Länder dann eben sozusagen die Listen der Wahl sind. Und man muss sich Spielregeln einfallen lassen, wie man hier die Broadcaster, die eben üblicherweise in einem Markt tätig sind, in diese Listen reinbringt und wie man meinetwegen Leute auch fernhält von solchen Listen, die damit Schindluder treiben wollen und vielleicht irgendwelche Dienste reinbringen wollen, die man da gar nicht drin haben möchte, die da nicht rein sollen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit natürlich auf dem Fernsehgerät sich solche Listen anzuwählen und ich zeige Ihnen das dann später auch auf der Demo, dass deshalb trotzdem keiner eingesperrt sein soll, sondern dass es immer die Möglichkeit gibt oder der Standard es zumindest vorsieht, dass man sich auch als Zuschauer, wenn man auf eine alternative Programmliste gehen will, sich die dann von einer anderen Stelle holen kann. Also das ist die eigentliche schwierige Sache bei dem ganzen DVB-I-Standard, letztlich nicht die technische Implementierung, sondern die in der Praxis die Implementierung und die Pflege dieser Servicelisten, sodass einerseits keiner wirklich zu Unrecht diskriminiert wird, aber die es brauchen, zu Recht dann zu Recht da draußen gehalten werden. Ich zeige Ihnen hier so ein Beispiel für eine Serviceliste. Sie haben oben auch die URL stehen. Sie können sich diese Servicelisten dann selber auch noch anschauen. Das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist nur der Beginn dieser Serviceliste. Da zeige ich Ihnen dann auch die Demo. Sie sehen hier, das geht von hier bis hier, geht der Eintrag für einen Service, für ein Programm. In dieser Liste sind ungefähr, wenn Sie da wirklich draufgehen, in dieser Liste sind ungefähr 9 Programme, glaube ich, enthalten. Und Sie sehen hier als erstes das Programm BR Süd. Sie sehen dann hier die URL der Dash-MPD für diesen Livestream. Und Sie sehen hier ein Stück weiter unten auch die URL der entsprechenden HBBTV-Applikation. Das ist auch die Verbindung dann zu HBBTV, denn der DVB-I-Standard sieht auch vor, dass man zu einem Programm wieder eine HBBTV-Applikation dazu linken kann. Soviel zu DVB-I, später gibt es dann mehr, zeige ich Ihnen noch eine Demo. Jetzt möchte ich Ihnen nochmal eigentlich einen Überblick geben, was man mit HBBTV heute so alles machen kann, was die verschiedenen Kontexte sind, in denen Sie HBBTV nutzen kann. Das eine oder andere habe ich jetzt schon angesprochen, aber ich will nochmal einen Überblick geben, denn HBBTV ist mehr als immer nur der Standard-Red-Button im traditionellen Broadcast, wie man heute kennt. HBBTV ist zunächst, das hatte ich ja auch eingangs schon dargestellt, es ist ein standardisiertes Browserprofil zum Rendern von GUIs, die Applikationen, das was man sieht, die Nutzerinteraktionen und die ganze Applikationslogik, die da dahinter steckt. Das ist das, was der standardisierte HBBTV-Browser kann. HBBTV beschreibt darüber hinaus, wie solche Applikationen über den Broadcast, so steht es zunächst in der Spezifikation, über den traditionellen Broadcast gestartet werden können. Und wie man dann auch mit dem Broadcast interagieren kann. Denn Sie können auf eine HTML-Seite ein verkleinertes Broadcast-Bild setzen. Sie können eine Programmumschaltung auch machen aus einer HBBTV-Applikation heraus. Sie können die Broadcast-Tonkanäle zum Beispiel umschalten aus einer HBBTV-Applikation heraus. Also es ist wirklich eine Interaktion zwischen den HBBTV-Applikationen und der Broadcast-Umgebung, die über diesen Standard möglich ist. Das, was ich jetzt hier gezeichnet habe, ist wie man HBBTV heute wirklich kennt im Markt und wie das in sehr vielen Märkten implementiert und im Markt ist. Zusätzlich zu dem traditionellen Rundfunk haben wir natürlich seit sehr vielen Jahren schon auch lineares Fernsehen über IP. Wir haben zunächst mal hier das Segment Managed IPTV oder IP Multicast, hier gibt es auch die DVB-IPTV-Spezifikation. Hier kann man HBBTV relativ leicht anwenden, weil hier in der Regel ein Transportstrom übertragen wird, ein DVB-kompatibler Transportstrom, in dem man relativ leicht technisch eine AET einbinden kann. Das wird auch gemacht. Bei dem entsprechenden Magenta-Produkt sind in dem über Multicast verbreiteten Transportströmen tatsächlich die AETs enthalten.
Und wenn Sie jetzt einen Fernseher haben, der am Eingang, so wie dieser Panasonic hier, DVB via IP über Multicast empfangen kann, dann können Sie den Fernseher direkt, ohne irgendeine Magenta-TV-Box dazwischen zu haben, können Sie den Fernseher direkt mit Ihrem Router verbinden. Sie sehen hier das Ethernet-Kabel, das ist der Router der Telekom, das ist ein Ethernet-Kabel darüber und über dieses Kabel steckt der Fernseher wirklich direkt auf dem Router und Sie können direkt Fernsehen inklusive HBBTV in diesem Marktsegment Managed IP Multicast, weil hier HBBTV eben genauso funktioniert. Der Kern ist eben, oder die Idee ist nicht unbedingt, den Broadcast zu verwenden, sondern zu sagen, letztlich ist die Idee, lineares Fernsehen mit Applikationen zu verknüpfen. Und lineares Fernsehen, das muss dann eben nicht der Broadcast sein, sondern das kann auch IP sein. Was für Managed Networks gilt, gilt genauso für Unmanaged, also für den OTT-Bereich. Wir haben hier eine ganze Reihe von Anbietern, auch im deutschen Markt. Wir haben jetzt zusätzlich noch den DVB-I-Standard dazu bekommen und hier gibt es auch zwei Spezifikationen. Die IPTV-Network-Spezifikation berücksichtigt auch die Kopplung mit OTT und die Application Discovery over Broadband erlaubt es auch in diesem Kontext wieder HBBTV-Applikationen zu starten. Das heißt, das Prinzip von HBBTV, lineares Fernsehen und Red Button, lässt sich nicht nur über den traditionellen, sondern eigentlich auch über alle Formen, die wir heute haben, des linearen Fernsehens, also nicht nur über Broadcast, sondern auch über IP, sei es Managed Network, sei es OTT, abbilden. Also der Red Button Use Case, HBBTV im Kontext des linearen Fernsehens, egal auf welche Weise das eben übertragen wird. Wenn man jetzt hier einen Strich drunter zieht, dann bleibt noch eine Hälfte übrig von der Folie für HBBTV-Apps in nicht-linearem Kontext. Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen nicht-linearen Kontext, in denen HBBTV auch funktioniert und jeweils auch die Verwendung in ETSI-Spezifikationen, deshalb schreibe ich das hier immer mit dazu, auch wirklich definiert ist. Das erste ist mal der Start von Broadcast-unabhängigen HBBTV-Applikationen über Smart-TV-Portale. Eine Sache, die sehr lang eigentlich schon im Standard ist, aber bislang nur sehr spärlich genutzt worden ist. Das, denke ich, ist auch was, was vielen gar nicht so richtig bewusst ist, dass HBBTV nicht nur für den linearen Kontext wirklich spezifiziert ist, sondern auch für Geräte, Portale. Ich habe hier einen entsprechenden Abschnitt in der HBBTV-Spezifikation auch mit angegeben. Wird nur leider, denke ich, sehr spärlich gemacht. Es geht also viel Energie drauf, Applikationen immer wieder für das Portal des einen oder anderen Fernsehers anzupassen. Also für Samsung anzupassen, für Panasonic anzupassen, für LG anzupassen, wo es doch eigentlich einen Standard gäbe, der die Applikation auf diesen Portalen auch abdeckt. Und es ist auch so, dass viele Gerätehersteller das unterstützen, Samsung zum Beispiel. Aber Samsung sagt es keinem und es fragt auch keiner nach. Das heißt, die meisten Leute bauen unverdrossen Samsung-Apps für die Samsung-TVs, obwohl sie eigentlich mit weniger Aufwand auch HBBTV-Apps auf dem Samsung-Portal starten könnten. So viel zu den Portalen. Ich will hier kurz noch einen Überblick geben. Eine weitere Möglichkeit, HBBTV zu nutzen auf den Fernsehgeräten ist, broadcast-unabhängige Applikationen von Mobilgeräten aus auf den Fernseher zu starten. Wir haben eine Möglichkeit, über Dial im Heimnetz Fernseher zu finden, von dem Mobilgerät aus, das heißt von der nativen App eines Mobilgeräts aus, können wir einen Fernseher finden und können von dem Mobilgerät aus auf dem Fernseher dann HBBTV-Applikationen starten und können mit denen auch interagieren, können die also sogar noch steuern, bedienen über das Mobilgerät. Ein weiteres Segment sind die Operator-Apps, die ja auch dann nicht mehr im direkten linearen Kontext stehen, weil der Start ganz unabhängig von dem Red-Button über eigene Fernbedienungstasten funktioniert. Muss ich hier nicht weiter ausführen, hatte ich vorhin ja ausführlich schon erläutert. Und last but not least ist der DVB-I-Standard, der mehr tut, als nur eine lineare Programmliste zu definieren, in der man dann HBBTV-Applikationen über das lineare oder mit dem linearen Fernsehen verbinden kann, sondern, und das ist ganz interessant, DVB-I sieht auch vor, direkt HBBTV-Applikationen zu verlinken, die dann direkt gestartet werden aus der Programmliste heraus. Da muss also noch gar kein lineares Programm vorhanden sein, sondern es gibt einen Eintrag, so wie hier
sozusagen dummy-mäßig gezeichnet, wie ABC Video oder Filmportal oder Sky VOD. Da können Sie aus einer Liste dann heraus, die in die VBI definiert worden ist, direkt eine HBBTV-Applikation starten, direkt, also nicht aus dem linearen Kontext, sondern wirklich aus einem Gerätekontext heraus, über die VBI spezifiziert. Und erst diese HBBTV-Applikation präsentiert Ihnen dann, stellt Ihnen dann in dem GUI lineare oder auch nicht lineare Elemente dar. Also lineares Fernsehen, lineare Fernsehprogramme oder dann auch Mediatheksinhalte, VOD-Inhalte, das kann natürlich dann auch DRM-geschützt sein, das kann dann alles Mögliche sein, aber die Präsentation der weiteren Inhalte läuft dann eben schon über eine HBBTV-Applikation. Also Sie sehen, HBBTV ist insgesamt ein sehr, ja, sehr universelles Tool im Umfeld von Smart TVs geworden. Die Use Cases gehen also weit über die Red-Button-Anwendungen im direkten Kontext des linearen Fernsehens hinaus. Wir haben hier eine ganze Reihe von Spezifikationen von HBBTV, also der HBBTV Association, aber auch von DVB, die diese ganzen vielen eigentlich Use Cases abdecken. Es ist also eine sehr universelle Toolbox geworden im Laufe der Jahre. Der nächste Punkt, ich möchte Ihnen eine Entwicklung vorstellen, die wir dieses Jahr umgesetzt haben. Wir nennen das Universal Launcher. Das ist eine Variante, die User Journey beim Fernseher beginnen zu lassen, auf einem Mobilgerät weiterzuführen. Und ich will Ihnen kurz den Hintergrund dieser Entwicklung darstellen. Wir haben heute sowas in HBBTV 2, also wenn Ihnen das nicht ganz neu vorkommt, dann völlig zu Recht. Wir haben heute im HBBTV 2 Standard ein Konzept dafür, eine Lösung dafür, wie wir aus dem Fernseher raus, aus HBBTV-Applikationen heraus, Applikationen auf einem Mobilgerät starten können und dann auch zwischen den beiden Applikationen kommunizieren können. Es gibt hier der Ansatz ist hier, eine herstellerspezifische Launcher-App sozusagen vorzuschreiben, das steht im Standard drin, lieber Hersteller, wenn du hier irgendwelche Apps auf dem Mobilgerät anbietest, so ist das, sagen wir von der Logik her, das ist nicht mandatory, aber es ist conditionally mandatory, nennt man das im Standard. Das heißt, wenn der Hersteller Apps für das Mobilgerät anbietet, und das tun eigentlich die meisten Hersteller heute, dann muss er diese herstellerspezifische Launcher-App auch anbieten, die irgendwie, das ist proprietär, das ist nicht im Standard definiert, die irgendwie mit dem Fernseher kommuniziert. Diese Kommunikation zwischen dem Fernseher des Herstellers und seiner Launcher-App auf dem Mobilgerät, diese Kommunikation ist technisch und wie die Verbindung hergestellt wird, nicht definiert im Standard, das ist offen geblieben. Was aber definiert worden ist, ist die Schnittstelle hier, mit der eine HBBTV-Applikation hier Kommandos an dieses orange-rote Konstrukt weitergeben kann, die dann dazu führen, dass hier eine entsprechende Applikation des Senders, deshalb die gleiche Farbe, das ist ja am Beispiel der ARD gezeigt, gestartet werden kann. Das heißt, ich habe hier ein unbekanntes Wesen, einen unbekannten Tunnel, aber ich habe eine Schnittstelle und die sagt, lieber Hersteller, lieber Launcher, starte mir bitte mal diese oder jene, meinetwegen Android-App auf meinem Mobilgerät. Und es funktioniert eigentlich technisch, man kann das so machen und die Applikation kann nachfolgend, diese Applikation, zeige ich Ihnen jetzt, die der ARD, kann nachfolgend mit der kommunizieren. Also, man hat das eigentlich soweit alles durchgedacht und es funktioniert auch. Technisch hat aber doch, und das hat sich mittlerweile leider herausgestellt, eine ganze Reihe von Problemen. Das fängt schon mal damit an, dass viele Kunden sich die App des Herstellers gar nicht unbedingt installieren. Die wollen halt einfach Fernsehen schauen, holen sich den Fernseher, schließen den auch ans Internet und bedienen den mit der Fernbedienung und sind eigentlich ganz zufrieden damit und kommen da gar nicht unbedingt drauf, dass der Hersteller eine App hätte, mit der man dieses und jenes noch machen könnte. Also schon mal die erste Hürde. Die nächste Hürde ist, dass man feststellt, dass diese Apps oft nicht so die Implementierung der Hersteller nicht das ist, was man sich eigentlich vorstellt, dass das nicht zuverlässig in den dann auch noch verschiedenen Varianten der Hersteller-Apps so wirklich technisch zuverlässig umgesetzt ist. Unabhängig davon
hat man aber auch das Problem, dass die Launcher-Funktion verschiedener Hersteller unterschiedlich implementiert ist. Das heißt, wie ich das aktivieren kann oder wie ich das bedienen kann in der Hersteller-App, wie ich das meinetwegen freischalten kann, wie ich das sperren kann, wie ich das aktivieren kann, das bleibt ja der Implementierung des Herstellers überlassen. Das heißt, es ist ganz unterschiedlich implementiert und daher für Inhalteanbieter sehr schlecht kommunizierbar. Das heißt, wenn ich jetzt als Inhalteanbieter diese Funktion nutzen möchte, dann finde ich zwar das API auf dem Fernsehgerät, mit dem ich das im Prinzip starten könnte, aber ich tue mich fürchterlich hart, dem Zuschauer zu erklären, was er jetzt eigentlich tun muss oder welche Voraussetzungen er schaffen muss, wie er die App des Herstellers bedienen muss, dass sie dann tatsächlich diese Funktion realisiert. Zu dieser unterschiedlichen Implementierung gehört auch das Problem, was macht das Gerät im Stromsparmodus, wie verhält sich das da, wie ist diese Funktion überhaupt verfügbar, in der Regel ist sie dann nämlich nicht verfügbar. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die in der Praxis dann mit diesem Konzept auftauchen, weil man eben das Verhalten der Hersteller-App nicht so richtig spezifiziert hat, weil man nicht weiß, was die da machen und weil man sich entsprechend hart tut, dann dem Kunden zu kommunizieren, was er jetzt tun muss, um diese Funktion zu haben. Als Konsequenz daraus hat man auch beschlossen, diesen herstellerspezifischen Launcher bei der nächsten Version von HBBTV, also dann wahrscheinlich 2.0.3, nicht mehr aufzunehmen, sondern im Gegenteil eben aus dem Standard zu streichen. Weil die Hersteller sich auch beschwert haben und gesagt haben, das ist sehr mühsam, hier was Sinnvolles zu implementieren. Die machen es nicht gern und für die Broadcaster ist es auch kein Spaß. Das alles war die Grundlage für unsere Überlegungen, wie können wir irgendwas schaffen, was besser ist, was auch so funktioniert, was diese Launch-Funktion mit sich bringt, aber eben funktionaler ist. Und da haben wir das Konzept und dann auch die technische Realisierung dieses Universal Launchers auf die Beine gestellt. Das ist eine herstellerunabhängige und auch herstellerübergreifende Lösung. Also man kann das rein auf der Anbieter-, auf der Broadcaster-Seite implementieren und es funktioniert dann auch für alle Hersteller. Es ist eine einheitliche Launcher-App, die auf allen Mobilgeräten installiert werden kann. Die Bedienung erfolgt einheitlich und kann dann auch einheitlich kommuniziert werden. Man weiß eben, was sozusagen die eigene App macht. Der Universal Launcher kann bei nur einem einmaligen Kopplungsprozess, einmalig müssen die Sachen immer gekoppelt werden, auch bei Hersteller-Apps ist das ja so, kann das Sender- und Domain-übergreifend verwendet werden. Domain-übergreifend, das ist schon allein dann meinetwegen innerhalb der ARD relevant, weil da die HBBTV-Applikationen ja alle auf unterschiedlichen Domains auch liegen. Das ist wichtig, weil man domain-übergreifend zunächst mal keine Cookies lesen kann. Also von daher muss man sich schon ein paar Gedanken machen, um so eine Funktion auch tatsächlich domain-übergreifend oder auch senderübergreifend zu realisieren. Ein Push-Service erlaubt dann weiterhin über die ganzen Vorteile, die man bis dahin schon hat, hinaus auch bei einem nicht aktiven Mobilgerät noch eine Möglichkeit, Infos an das Mobilgerät zu schicken. Hier kurz nochmal dargestellt, was der macht. Man schaut fern, das ist hier ein Vox-Format. Geht es um eine Kochsendung, Appetit bekommen, okay drücken und dann das Rezept auf Smartphone bekommen. Das ist kurz nochmal der Use Case und dann haben Sie auf Ihrem Smartphone, bekommen Sie eine entsprechende Nachricht und Sie haben hier meinetwegen die URL der entsprechenden Website oder auch eine App, wenn man das möchte, direkt gleich verfügbar und hat die Informationen und kann dann das Rezept meinetwegen auch mitnehmen und beim Einkaufen entsprechend berücksichtigen. Wir haben das so implementiert, dass wir über den Notification-Mechanismus des Geräts gehen. Das heißt, ich kriege die Nachricht hinsichtlich des Verbindungsstatus, das sehen Sie hier. Und ich bekomme dann eine Nachricht vom verbundenen Gerät, die sehen Sie hier im unteren Teil. Also das perfekte Dinner, das Rezept, kochen Sie Olivers Murmeltier mit Safran-Risotto, kriegen Sie das Rezept dann als erstmal in Form einer Notification auf Ihr Mobilgerät. Und wenn Sie dann darauf klicken und es tatsächlich starten wollen, dann startet die entsprechende, in dem Fall ist es eine einfache Website, dann startet die entsprechende Website mit dem Rezept auf Ihrem Mobilgerät. Der Verlauf dieser Notifications wird gespeichert, sodass Sie dann jederzeit auch später noch, soweit Sie das nicht löschen wieder,
auf diese Informationen zurückgreifen können. Das heißt, Sie können im Lauf eines längeren Fernsehabends auch mehrere dieser Notifications dann einsammeln und können über den, ja, eine Verlaufsdarstellung in der Applikation auch später auf das Rezept oder andere Informationen, die Ihnen hier zugespielt werden, vom Fernseher aus dann zurückkommen und jederzeit wieder zugreifen. Das versteht sich eigentlich dann fast von selbst. Sie können also über die Notification hier die Inhalte starten und auch über den Verlauf, indem Sie da nochmal draufklicken, kommen Sie hier auf das entsprechende Rezept von Vox. Ja, es ist kein Fake, das war einfach Zufall. Wir haben das kurz vor der IFA, die Demo, fertig gemacht und da gab es dann eben bei Vox tatsächlich ein Murmeltier mit Safran-Risotto. Für 5 Personen 2 Murmeltiere. Weitere Features dieser Applikation: Sie können einstellen, welche Sender Default ist on. Also erstmal kann jeder Sender da mitmachen. Ich habe ja gesagt, das Prinzip funktioniert senderübergreifend. Wir haben das hier symbolisch dargestellt. Sie können sagen, bei einzelnen Sendern schalte ich das aus, weil der schickt mir da immer zu viel oder das ist mir zu lästig. Der Sender kann dann auch Dinge schicken, wenn ich auf dem Fernsehgerät nicht OK drücke. Also der Fernseher kann wirklich Dinge pushen, beziehungsweise die HBBTV-Applikation. Wenn der Sender damit nicht verantwortungsbewusst umgeht, dann mag das sein, dass das einem Zuschauer mal zu viel wird. Von daher sehen wir die Möglichkeit vor, das senderspezifisch auch zu deaktivieren. Weiterhin kann man auch steuern, welche Fernseher das Recht haben, einem solche Notifications zu schicken. Es können mehrere Fernsehgeräte im gleichen Heimnetz vorhanden sein und hier kann man eine Vorauswahl treffen, wenn man sagt, das ist eigentlich immer nur mein Fernseher und ich will von anderen Fernsehern entsprechende Notifications nicht bekommen, kann man das hier auch deaktivieren. Eine weitere Funktion, die dann eben standardmäßig sehr einfach verfügbar ist, ist, diese Notifications über soziale Medien zu teilen. Das ist also einer der großen Vorteile, wenn man hier über die Notifications geht. Eben auch wieder einer der großen Vorteile, wenn man Dinge selber implementiert, das den Herstellern zu erklären, sie sollen so zu implementieren. Sehr, sehr mühsam, wenn man das selber baut, kann man an solche Dinge denken und kann das entsprechend vorsehen, dass man einzelne Links dann teilt über entsprechende Netzwerke, in denen man dann eben tätig ist. So viel zu dem Universal Launcher, auch den werde ich Ihnen dann zeigen. Damit sind wir jetzt durch mit den Folien und ich käme jetzt zu den Demos. Die erste Demo ist eine, das ist an sich mehr als nur eine Demo, das ist ein Prototyp, der wahrscheinlich ab nächstes Jahr auch in den Markt geht und für den haben wir auf dem diesjährigen HBBTV Symposium gemeinsam mit der BMT diesen schönen Preis gewonnen, beziehungsweise eigentlich sogar 2 Preise gewonnen. Steht das richtig rum? Ja. 2 Preise bekommen, nämlich die Best Multiscreen HBBTV Experience und auch den Judges Award for Best Technology Innovation in an HBBTV Product or Service. ABM steht für Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien. Das ist ein e.V., der hier in München tätig ist und der Programme mit Leuten und über Leute und für Leute mit Behinderungen produziert und der jeweils Sendeplätze bei verschiedenen Privatsendern hat. Mit der Bayerischen Medientechnik zusammen haben wir eine Applikation entwickelt, wo Sie hier einen Screenshot sehen, die in der Lage ist, dann eben auch Menschen mit Behinderungen spezielle Versionen der Videos, die dort zu sehen sind, anzubieten. Man kann einen Gebärdendolmetscher über eine Augmented Reality Brille sehen. Man kann zusätzliche Tonkanäle mit Audiodeskription über ein Mobilgerät bekommen. Und man kann sich auch dem Fernseher verschiedene Tonfassungen oder auch Gebärdendolmetscherfassungen ansehen. Und das ist die erste Applikation, die ich Ihnen jetzt kurz zeigen möchte. Also ein bisschen gedauert, weil ich den Fernseher komplett neu gestartet habe. Das ist jetzt die
Mediathek, die die Bayerische Medientechnik gebaut hat, also die Mediathek für die ABM-Inhalte, die dann bei den Privatsendern entsprechend laufen. Und was wir hier gemacht haben, wir haben eine Library bereitgestellt, die die ABM mit integriert hat. Und über diese Library können wir Inhalte sowohl auf dem Fernseher mit alternativen Tonkanälen spielen, als auch hier auf einem Mobilgerät. Und das will ich Ihnen jetzt nochmal vorführen. Ich starte jetzt hier gleich mal das erste Video. Ich fahre hier ein Stück vor, dass eine Stelle mit Ton dann auch kommt, wo es sich lohnt, wo man also von der Audiodeskription was mitkriegt. Ich starte hier einen Audioplayer auf dem Tablet. Der sucht jetzt zunächst einen Fernseher, hat auch einen gefunden. Das ist dieses Panasonic-Gerät und ich kann jetzt hier eine Audiodeskriptionsversion aktivieren. Das Kaiser. Jetzt habe ich gesehen, da ist eine Dame, die ist ähnlich gekleidet wie Sie. Ja, das ist ebenfalls eine Patrizierin. Das ist Ihre Frau, oder? So waren die Leute damals. Gekleidet ist eine Kollegin. Ich denke, man hört es einigermaßen. Ich kann trotzdem das Mikrofon mal hinhalten. Ein kleines Museum erzählt die Geschichte der Fuggerei und gibt Zeugnis vom damaligen Leben. In einem niedrigen Raum steht ein Nachttopf unter einem antiken Himmelbett. Das mit dem Nachttopf, das war jetzt Audiodeskription. Das ist für die Leute, die nicht sehen können, die eine Sehbehinderung haben. Die bekommen hier eine Tonspur mit einer Audiodeskription bekommen, die sie dann, das ist der Witz von diesem Use Case, individuell auf einem Mobilgerät über Kopfhörer hören können. Die Idee ist hier die der Inklusion, dann zum Beispiel auch innerhalb der Familie. Man schaut es im Familienkreis, einer hat eine Sehbehinderung, braucht eine Audiodeskription. Die anderen würden wieder durch die Audiodeskription in ihrem Fernsehgenuss gestört. Und mit dieser Möglichkeit oder mit dieser Variante gibt es die Möglichkeit, dass nur derjenige, der die Audiodeskription wirklich braucht, die eben über hier ein Mobilgerät und Kopfhörer bekommt. Und ich über eine Rampe überwindet Anita eine Stufe zwischen Seitenschiff und Altarraum. Ja? Durch den Sucher einer Spiegelreflexkamera schaut Rob über den Rand des Taufbeckens und dreht an einem Einstellring des Objektivs. Anita kommt zu ihm. Rob drückt auf einen Knopf auf der Rückseite der Kamera und zeigt seiner Frau, die Sie jetzt hören. Und es funktioniert auch sehr gut lippensynchron. Das heißt, auch wenn jetzt wirklich Dialogpassagen drin sind, hört man also, Sie haben es vielleicht vorhin an der einen oder anderen Stelle kurz gehört, wie auch die Dialoge drin waren. Es ist also wirklich ein Verfahren, das sehr gut praktisch auf die Millisekunde genau lippensynchron funktioniert, sodass man auch wirklich ohne Einschränkungen über Kopfhörer dann einen vollwertigen, unsynchronen Fernsehton dann eben auch mit Audiodeskription bekommt. Als nächstes zeige ich Ihnen den Launcher. Hier an dem zunächst schon bekannten Beispiel, ich mache das Ding jetzt nochmal wieder aus, das ist recht grell. Zeige ich Ihnen jetzt die Launcher-App. Ich kann hier für die Demo mit der roten Farbtaste diese Einblendung, die der Sender sonst normalerweise bringen würde, steuern. Das heißt, der Sender könnte über meinetwegen Stream-Events oder über Polling zu einer bestimmten geeigneten Zeit während der Sendung oder gegen Ende der Sendung einblenden, Appetit bekommen, OK drücken und Olivers Rezept. Und wenn ich jetzt hier OK drücke, dann habe ich eine entsprechende Notification reinbekommen und ich habe jetzt hier das perfekte Dinner, das Rezept, da kann ich jetzt drauf klicken, so wie Sie es vorhin auch auf den Screenshots gesehen haben. Und wir sind jetzt hier auf der entsprechenden Website von Vox, in der dieses Rezept jetzt dargestellt wird. Das funktioniert auch, wenn der Launcher gerade nicht im Vordergrund ist. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel auf der ganz normalen, auf der IRT-Website hier auf meinem Tablet. Ich zeige Ihnen das nochmal.
Das heißt, wir schalten jetzt um auf ein anderes Programm. Ich zeige es Ihnen an einer anderen Stelle. Nämlich ist es der Use Case Werbung. Wir haben hier eine Matratzenwerbung. Jetzt kommt hier Mac Makler. Warte noch mal kurz, bis das vorbei ist. Das sind nur wenige Sekunden. Die Schleife ist recht kurz. Wir sind jetzt wieder bei der Matratzenwerbung. Es käme jetzt hier die Einblendung, Probe liegen, OK drücken und den Testsieger gleich bestellen. Ich drücke jetzt auf dem Fernseher OK und habe hier schon eine entsprechende Notification bekommen. Ich bin hier im Browser noch auf der IRT-Website. Wenn ich jetzt aber bei den Notifications schaue, dann sehe ich jetzt ganz oben in meiner Liste Bett 1, die beste je getestete Matratze. Und wenn ich hier drauf klicke, dann ist die entsprechende Website, bei der ich mich über das Produkt weiter informieren kann, hier auf meinem Tablet. Und wie gesagt, ich habe immer den Verlauf, wenn wir das jetzt öfter machen, bei verschiedenen Programmen und Sendern machen, dann habe ich zum Schluss einen Verlauf mit den verschiedenen Zusatzinformationen, die ich so im Lauf des Fernsehabends oder auch der vergangenen Tage schon eingesammelt habe. Ich kann löschen, was ich nicht will. Sie haben es gesehen, ich kann immer wieder darauf zurückkommen. Ich kann das mit Freunden teilen und so weiter. Jedenfalls eine wesentlich einfachere und direktere und elegantere Möglichkeit, Informationen dann zur individuellen späteren Nutzung auf Mobilgerät zu bringen, als meinetwegen URLs einzublenden. Oder zu erwarten, dass die Leute sich dann irgendwas schon merken, was der Hersteller der Matratze meinetwegen ist. Oder sich zu merken, dass man auf der Vox-Website irgendwo unter perfektem Dinner dann die Rezepte schon findet. Also das findet man alles, aber man muss es wieder suchen. Das ist ein bisschen mühsam und so hat man einfach den wesentlich direkteren Zugriff auf die Sachen. Das war jetzt nochmal die... Nee, das war eigentlich die Demo. Und jetzt zeige ich Ihnen als letztes noch eine Demo zum Thema DVB-i. Wir haben uns auch Gedanken gemacht oder wir nehmen da besonderen Anteil an der DVB-i-Spezifizierung. Zum einen, weil es überhaupt ein interessanter Standard ist. Zum anderen sehen wir auch drauf, dass hier die Integration mit HBBTV funktioniert. Hier haben wir mit Tara Systems wieder mal einen sehr guten Partner gefunden, der da sehr flexibel in diesem Umfeld von ja, auch neuen linearen Programmen und OTT reagiert, der auch sehr gut ist in der Implementierung von HBBTV. Und wir haben gemeinsam eine Demo auf die Beine gestellt, bei der wir erstens DVB-i implementieren und zweitens das gleich noch so implementieren, dass es gemeinsam mit HBBTV funktioniert. Das ist die erste Implementierung, die ich kenne, die das tut. Es hat schon verschiedene Demos gegeben von DVB-i. Da ist allerdings immer nur über die Programmliste ganz einfaches lineares Fernsehen abgebildet worden und kein HBBTV. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie das aussieht. Ich bin jetzt hier von dem Panasonic-Fernseher weg. Wir nutzen den jetzt nur noch als Display. Die beiden Demos, die Sie gerade gesehen haben, sind wirklich auf dem Panasonic-Fernseher gelaufen. Jetzt bin ich auf dieser Nvidia Shield. Das ist eine reine OTT-Streaming-Box. Ich habe also hier HDMI dran, Ethernet und Strom, aber keinen Broadcast-Eingang mehr. Bin also weg von jedem Broadcast-Netz. Und wir haben hier die Live-on-TV-App installiert, die Tara Systems implementiert hat. Ich drücke jetzt OK, um die Applikation zu starten. Und hier startet jetzt direkt schon der Livestream des Bayerischen Fernsehens und zwar mit der entsprechenden HBBTV-Anwendung. Kann also den Red-Button drücken und bin direkt in den HBBTV-Menüs des BR. Hauptsache, das war die falsche Richtung. Kann auf dem WDR umschalten. Sie sehen, der nutzt hier gerade die gelbe Farbtaste, um auf weitere oder auf spezielle Features in der Mediathek hinzuweisen. Wir können hier ganz normal reingehen. Ich kann die WDR-Mediathek starten. Ja. So kann ich es nicht starten. Also jetzt mal. Komisch. Da hängt jetzt was, das weiß ich. Hier
Ja, ist die Mediathek. Irgendwie hat er sich jetzt mit den Tasten vertan. Hier ist die Mediathek. Wir können da uns beliebige Videos starten und anschauen. Ich will Ihnen jetzt noch ein, zwei Sachen hier zeigen. Nämlich zum einen zeige ich Ihnen das Gerätemenü. Ja, hier ist es jetzt. Also das ist das Gerätemenü, die Programmliste gewissermaßen dieser, die Programmliste, die jetzt über die Liste geladen worden ist, die ich Ihnen vorhin auszugsweise auch schon gezeigt habe. Wir können hier in die Konfiguration der Kanalliste gehen und kommen dann hier in Menü, wo ich diese URL eingeben kann. Das ist genau die URL, die Sie vorhin auch gesehen haben. Das heißt, unter dieser URL holt sich das Gerät die Serviceliste mit den ganzen Services, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wir haben in dieser Serviceliste, auch das hatten Sie gesehen, schon vorhin in dem Beispiel, und Sie sehen jetzt in der Praxis die entsprechende Signalisierung für HBBTV drin, sodass die Applikationen starten. Ich gehe in den IPG, um Ihnen zu zeigen, wie hier auch wirklich die Integration funktioniert, das heißt eine relativ tiefe Integration von HBBTV mit dieser Umgebung. Ich gehe hier in die Sender rein, ich war jetzt beim BR und ich schalte jetzt um auf, MDR-Fernsehen, es sind ja nicht wirklich alle drin, nein, es war SWR-Fernsehen, BW, also das ist mit Sicherheit in der Liste. Wir sind jetzt hier noch, man sieht es ganz schwach, wir sind jetzt noch beim BR und wir sind in der HBBTV-Applikation der ARD, nämlich dem IPG. Und wenn ich jetzt hier in der HBBTV-Applikation umschalten drücke, dann sehen Sie, hat es tatsächlich auch funktioniert. Ich gehe wieder in die Startleiste zurück und Sie sehen, ich bin tatsächlich jetzt beim SWR gelandet. Das heißt, ich kann auch über eine HBBTV-Applikation wirklich die OTT-Kanäle umschalten. Das ist das, was der HBBTV-Standard eigentlich vorsieht, was in der Broadcast-Umgebung auch heute gang und gäbe ist, was natürlich so funktioniert. Und diese Implementierung hier ist so weit, sagen wir, fortgeschritten oder so tief, dass ich auch im OTT-Kontext dann die Programme entsprechend umschalten kann. Das heißt, unterm Strich, das sieht genau aus wie Fernsehen eigentlich, verhält sich so wie Fernsehen. Ich kann hier mit Pfeil hoch, Pfeil runter die Programme hin und her schalten, habe HBBTV-Applikationen, die sich dann auch wirklich genauso verhalten können wie im Broadcast. Tatsächlich ist es hier genauso, dass weder dieser Dash-Livestream, also so viel nochmal zum Thema Standard, das ist vielleicht ganz interessant, weder diese Livestreams noch auch die HBBTV-Applikationen irgendeine Ahnung haben davon, was wir hier mit denen treiben in dieser Demo. Das heißt, was Sie hier sehen, ist wirklich die reguläre HBBTV-Anwendung der ARD, so wie sie an sich für Satellit und Kabel und Terrestrik gemacht ist, also für den konventionellen Broadcast gemacht wird. Und sie kann hier mit diesen Dash-Livestreams sozusagen zusammen existieren und interagieren und wird von denen gestartet und die HBBTV-Applikationen funktionieren genau wie sie sollen. Das heißt, es ist alles genau wie im richtigen Leben sozusagen, alles wie im richtigen Broadcast und genau das ist das Ziel von DVB-I auf der Basis von OTT-Livestreams. Letztlich ein ganz schlichtes, einfaches, aber auch eben dann einfach zu bedienendes und massenmarkttaugliches Fernseherlebnis zu auf die Beine zu stellen, zu gewährleisten. Und ich habe mir einen letzten Spaß erlaubt, den ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Ich habe nämlich auf der, jetzt am HBBTV-Symposium, wir hatten ja einen Stand, im Nachbarstand war eine Kollegin aus dem Iran, IRIB, von dem staatlichen iranischen Fernsehen, die hat sich auch für DVB-I interessiert. Ich habe ihr ein paar Demos geschickt. Und dann habe ich ihr gesagt, habt ihr vielleicht zufällig einen Dash-Livestream am Laufen vom iranischen Fernsehen? Sie sagt, ja, die haben auch HBBTV-Applikationen. Ich habe gesagt, schick mir mal die URL und ich kann Ihnen jetzt hier, weil ich das in die Serviceliste mit eingebunden habe, also mich nur an den Editor gesetzt habe und deren URLs mit eingebunden habe, sehen Sie jetzt hier iranisches Fernsehen. Das kommt jetzt also direkt live aus dem Iran, weil die einen entsprechenden Livestream haben. Und wir sehen hier sogar den Red Button auch des iranischen Fernsehens, weil die auch mit HBBTV arbeiten. Das ist also deren Startleiste. Das heißt, Sie sehen das Potenzial wirklich auf Basis der Standards hier
ganz neue Dinge zu tun oder auch neue Programme zu erschließen, Sachen, die bei uns im Broadcast nicht verfügbar sind. Und das ist natürlich ein Potenzial des DVB-I-Standards, Sachen, die bei uns nicht im Broadcast verfügbar sind, auf diese Weise per Livestream mit einzubinden. Und zwar in einer Experience, die dann gegenüber sich dem Broadcast erstens nicht unterscheidet und zweitens auch mit Broadcast kombiniert werden kann. Das hatte ich vergessen eigentlich zu sagen bei DVB-I. DVB-I ist so ausgelegt, oder der Motor hinter DVB-I ist wirklich OTT-Streams, Live-OTT-Streams einzubinden oder halt sozusagen fernsehtauglich zu machen. Aber der Standard sieht auch ganz explizit vor, diese Servicelisten oder in diesen Servicelisten auch Broadcast und Broadband-Services zu mischen. Das heißt, wir können hier beispielsweise für die Terrestrik sagen, wir haben eine einheitliche DVB-I-Serviceliste, die regional verfügbaren DVB-T2-Programme in der Broadcast-Fassung enthält und darüber hinaus Streams, die nicht im Broadcast verfügbar sind, als Livestreams enthält. Wir können Regionalvarianten abbilden, wir können also beides, Broadcast und Broadband, mit DVB-I auch mischen und sind flexibel in der Gestaltung der Listen, wie Sie hier an diesem Beispiel sehen. Ja, vielen Dank, damit bin ich dann am Ende und offen für Fragen.